Herr Tschech, die sind jetzt seit 2013 am Feuerwerken im Olympiapark, bis auf den Ausfall im letzten Jahr immer ein Riesenerfolg. Was erwartet die Leute dieses Jahr und woran sind sie jetzt gerade? Wie weit sind sie? Wir sind durch das Wetter ein bisschen aufgehalten, weil es war doch ziemlich ein Starkregen, so stark wie noch nie und auch so frisch wie noch nie. Haben alle kurze Höschen mitgehabt, die haben wir bis jetzt noch nicht anziehen können. Und es ist natürlich technisch nicht ganz einfach, weil durch das viele Wasser, das im Olympiasee ist, musste der Wasserspiegel jetzt ein bisschen abgesenkt werden. Und dann wollten wir heute wieder, oder hätte aufgefüllt werden sollen. Und müssen wir jetzt ein bisschen warten, weil man noch nicht ganz abschätzen kann, wie voll die jetzt noch wird und wie viel Wasser da noch reinplätschert. Es erwartet die Leute natürlich wieder ein anderes Konzept, weil wir wollen nicht dasselbe machen wie die anderen Jahre. Wir sind natürlich an die Location gebunden, aber wir haben heuer keinen Bogen, keinen Turm im See, sondern für mich ist vorrangig, ich möchte die Leute nicht langweilen. Wir haben 35 Minuten, ist ein langes Feuerwerk und Abwechslung ist wichtig. Und wir haben natürlich wieder ein paar neue Ideen. Wie viele Feuerwerkskörper habt ihr denn eigentlich jetzt? Hier vorne sehe ich schon einen ganzen Haufen auf dem, aber das ist ja nur ein Bruchteil. Da ist ein Bruchteil. Wir haben insgesamt über 40 Positionen im See, das ist neu. Wir haben kreisförmig gebaut, das ist neu, weil sie mehr am See abspielen soll, auf Wunsch unseres Kunden, des Olympiaparks. Wir haben dann am Berg einen 53 Meter hohen Kran, eine Arbeitsbühne, die kommt am Freitag. Von der werden wir ganz neue Bewegungen wieder machen. Da brauchen wir eine gewisse Höhe, damit man das gut sehen kann. Das wird vom Kran ausgefeuert oder was passiert da? Genau, also da kommt eine Achse, auf 53 Meter Höhe wird eine Achse montiert am Kran. Und aus dieser Achse heraus werden wir neue Bilder machen. Da ist ein eigenes Simulationsprogramm notwendig, weil diese Bilder werden so schnell geschossen, da schießt man so 120 Effekte in der Sekunde. Und das kann man sich im Kopf fast nicht mehr vorstellen, diese Bewegungen. Das muss man dann ausrechnen. Da geht es um die Zeit und genau um die Abstände. Es ist ja ohnehin immer toll zu sehen, dass egal wo man ist am See, die Musik und alles ist immer gleich. Wie funktioniert das? Die Musik und das Feuerwerk werden synchronisiert, indem wir ein Funksystem haben. Wir können natürlich weder das mit dem Feuerzeug anzünden, mit so vielen Positionen, wie man es zu Silvester so schön kennt, noch können wir da Kabel so viel verlegen, wie man sieht, sind jetzt auch wieder Boote draußen, die jetzt den ganzen Ton einrichten und so weiter. Das heißt, es geht alles mit Funk. Wir haben lauter Funkempfänger dann auf jeder Position stehen, die wissen genau, wann sie zünden müssen. Das muss man vorher alles programmieren, das ist ein Haufen Arbeit. Man ist gleich mal ein paar Monate beschäftigt mit so einem Feuerwerk. Bei uns laufen ja viele Feuerwerke parallel. Wir haben morgen auch ein Feuerwerk und wir haben dann nächste Woche einen Haufen Feuerwerke. Und es sind immer Teams beschäftigt, die ständig versuchen, das umzusetzen, was ich mir ausdenke. Nicht immer sind alle ganz glücklich darüber, wenn ich mir was Kompliziertes ausdenke. Und mit diesem Funksystem können wir synchron zur Musik auch das Feuerwerk dann abfeuern. Das, was wir hier sehen, ist eine der Positionen, die am Wasser stehen. Die P-Positionen, die werden auf Podeste gestellt. Die machen wir hier auf Platten fertig und kommen dann raus mit dem Boot. Da sieht man, dass die Winkel alle richtig eingestellt sind. Das ist sehr wichtig für die Symmetrie am Himmel, weil verschiedene Musikstücke verlangen verschiedene Feuerwerkseffekte und auch Symmetrien am Himmel, wie die geschossen werden. Da sieht man hinten eine Liste. Auf dieser Liste ist jeder Effekt eingezeichnet, damit meine Leute wissen, was hat sich der verrückte Tschech wieder ausgedacht, in welchem Winkel müssen wir das montieren. Und welcher Effekt kommt wann, auf welcher Position, in welchem Winkel, wie wird der genau montiert, welche Farbe hat der, wie viel Stück. Das haben wir alles einfolliert, damit es wasserdicht ist. Man sieht, dass es trotzdem ein bisschen nass geworden ist. Das war das Wasser nicht so geplant? Nein, das war nicht so geplant. Also, so wie heuer war es noch nie. Es war mehr Unterwasserfeuerwerk bis jetzt, Aufbau. Es regnet halt oben rein und unten raus. Die Effekte sind ja wasserdicht, die haben wir so verpackt, aber natürlich die Pyrotechniker sind nicht immer so wasserdicht. Das ist schon schlimm. 38 Minuten oder wie 35 Minuten, wie lange war das jetzt? Knappe 35 Minuten wird das Feuerwerk lang werden. Und da ist eben wichtig, dass man Symmetrien schafft, dass es nicht langweilig wird. Das heißt, wir haben ca. 70 Bilder in diesen 34, 35 Minuten. Also alle 30 Sekunden wird es ein anderes Bild geben, so im Schnitt ungefähr. Musikalisch geht das in welche Richtung? In alle Richtungen, weil es von ganz jung bis ganz alt ein buntes Publikum immer kommt zum Sommernachtstraum. Und wir wollen alle ein bisschen ansprechen.